Ja, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon, dem Blau. Und es ist immer noch sehr, sehr schwül heute. Deswegen nehme ich gerade erst abends auf, weil es da schön herrlich kühl ist. So, wir sind am Feuerberg. Der Reisigabenteuer haben wir uns hinter uns. Zapdos haben wir bereits besiegt und sind immer noch auf der Flucht. Gut, weiter geht's. So ein Mist, wo sind Sie hin? Sie müssen da lang sein. Halt die Augen offen. Ja. Ich glaube, sie sind weg. Oh, die Funken. Guckt euch das mal an. Sieht cool aus. Puh, ich glaube, wir haben sie abgehängt. Aber wir können uns hier draußen nicht verstecken. Wir müssen in den Berg dort. Maki, wir müssen weiter, sobald du bereit bist. Okay, gut. Was kann man hier? Okay, hier kann man lagern und speichern. Lagern ist gerade das Wichtigste. Deswegen machen wir mal lagern. Oder ja doch. Machen wir mal. Lagern wir was ein? Doch, ein bisschen was wir nicht brauchen. Belebersamen brauchen wir auf jeden Fall. Plosivsamen brauchen wir auch. Ja, dann kann im Prinzip bloß der Samen weg. Gut, okay. Bist du soweit? Können wir weiter? Ja. Welche Richtung sollen wir gehen? Natürlich zum Feuerberg, denn der Felspfad führt uns nur im Kreis. Gut, dann mal los. Die Gegend hier sieht nicht gerade einladend aus, aber wir sollten uns davon nicht aufhalten lassen. Gut, ich denke mal, beide Seiten sollten damit wenig Probleme haben. Weder ich noch. Ja. Vor allem mein Partner ist hier im Vorteil. Da ist etwas. Oh, Linkbox. Die müssen wir uns auf jeden Fall holen. Die müssen wir uns auf jeden Fall holen. Muss bloß gucken, wer das jetzt ist. Ich glaube, ich ahne, wer das sein könnte. Genau der da. Ja. Aquaknarre wäre nicht schlecht zu sparen. Ja, da ist er. Oh, jetzt bitte nicht sterben, weil die Linkbox ist so, so wichtig. Ich kann sie jetzt nicht ins Lager schicken, ist mitten im Dungeon. Das geht nicht. Würde ich jetzt aufgeben, wäre sie auch weg. Das heißt, wir müssen die Dingbox jetzt hinausbringen, indem wir diesen Dungeon schaffen. Das ist gerade das Wichtigste. Oh, das kann auch ziemlich wehtun. Feuer gegen Wasser. Ist ja klar, wer da im Vorteil ist. So, okay. Treppe und weiter. Vielleicht gibt es ja ein Zwischenlager. Das wäre praktisch. Dann kann ich Linkbox auf jeden Fall gleich sichern. Oder wir können speichern. Dann werde ich aber resetten. Weil wenn ich Linkbox verliere, das wäre sehr, sehr blöd. Moment mal. Der Partner wird dann teleportiert. Ich weiß nicht, was dann passiert, aber ich will es nicht wissen. Ich dachte gerade kurz, oh Gott. Jetzt ist Feierabend, aber. Boah, nochmal Schwein gehabt. Ich hab echt Schwein gehabt. Gut, mir macht's nichts aus. Mein Partner im Grunde auch nicht. Hätte ich jetzt ein Pflanzen-Pokémon, hätte ich jetzt ein Problem. Wo ist das Treppchen? Und ich spreche nicht vom Siegertreppchen. Das kommt erst später. Oh, viele Pokédollar, die werde ich noch mitnehmen.
Die sind immer nützlich. Feuerwerk E5. Ne, oder? Ach komm. Das kann ich mir für Kohli später aufheben. Au. Ich bin gerade, glaube ich, dabei, meinen Lebersamen zu verlieren. Puh, oder auch nicht. Nochmal Schwein gehabt. Ich werde mich gerade mal heilen. So. Ist eine riskante Art zu heilen, sich zu heilen, aber... Gut, ich gehe es ein. Ich finde die Lava hier sehr schön in diesem Dungeon. Schön animiert. Ja, die Pokédolle lasse ich noch mal liegen. Was haben wir denn da Schönes? Kugelsaat. Das hätte jetzt natürlich. Das wäre jetzt was für Bisasam gewesen. Aber. Haben wir leider gerade nicht. Gut, das Schwarzgummi kann ich nicht essen. Und das im Grunde auch. Loyal. Moment. Kuh prüfen. Loyal. Es ist Positionsstatus. Kornstatus müssen wir nicht finden. Dann kommen die Freunde treffen. Okay, gut. Machen wir. E7. Gab es hier schon einen Checkpoint? In der Mitte? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Naja. Wir werden es bald rausfinden. Das ist wie gesagt schon mal her, seitdem ich Pokémon das Jahr schon gezockt habe. Und jeden Tag nehme ich das hier auch nicht auf. Eine zweite Linkbox. Ist ja geil. Jetzt haben wir schon zwei Linkboxen. Boah, wenn das jetzt, wenn der Run jetzt gut geht, dann freue ich mich wirklich. Okay, vergiftet ist jetzt nicht so schlimm. Ah, wach lieber auf. Wach lieber auf. So. Die Treppe muss hier unten sein. Es geht gar nicht anders. Ja, komm, ich lenke ihn ab. Was hat das Ausrufezeichen zu bedeuten? Kann ich jetzt bloß noch eine Attacke benutzen? Ich glaube, irgendwie so war das. Irgendwie so in der Richtung. Es hatte mit den Attacken zu tun. So, weiter geht's. E8. Checkpoint, Checkpoint. Das brauche ich auf jeden Fall. Denn das kann gerade ich fressen, das schmeckt gerade mir auch. Ja, die Kugel sind nackig gestiegen. Und weiter geht's. Jetzt eine Aquakanara. Na gut, oder auch nicht. Und ja! Na gut, zwar nicht Volltreffer, aber ist auch gut.
vielleicht schließt sich ja jemand an. Ist aber gerade leider nicht der Fall. Schade. Vielleicht geht's auch gerade nicht, weil wir zu zweit reisen müssen. Wir können keinen Partner mitnehmen. Denn wir werden ja verfolgt. Wie ihr wisst. Du stehst im Weg. E10. Das war ein Volltreffer. Treppe, Treppe, Treppe. Wir kommen immer noch gut voran. Hoffentlich bleibt das auch so. Es wäre nämlich sehr schade, wenn nicht. Komm schon. Ja, gut. Und weiter geht's. Man merkt, dieser Dungeon ist schon größer als die anderen. Aber wir schlagen uns immer noch recht gut. Aber das hatten wir auch schon mal gehabt und dann, ja, verließen sie irgendwann das Glück. Und das war dann auch blöd. Und weiter geht's. Wir sind in der Mitte. Klasse. Gut, speichern. Wenn es nichts wird, resetten. Wegen den Linkboxen. Auf jeden Fall resetten wegen den Linkboxen. Es wäre sonst sehr, sehr schade. Vergessen, was der Knopf war für Reset. Na egal, ich kann es auch manuell machen. Also mit der Maus. Oh, ich bin umzingelt. Das ist nicht gut. Oh, da kommen verdammt viele Gegner. Ja, natürlich. Oh, die sind gefährlich. Die sind gerade sehr gefährlich. Weil ihr habt gesehen, was die machen. Furienschlag. Und der teilt mächtig aus. Komm schon. Wäre ganz schnell. Nein! Och, ich hasse das, wenn das passiert. Wenn man. Ach, komm, ist egal. Weil manchmal bleibt die Beere einfach liegen. Aktiviert sich nicht. Und das kann manchmal echt tödlich sein. Jetzt fast einen Lebersamen verloren. Das wäre umso mehr bedauerlicher als eine Sinelbeere. Ah, gut, da sind wir schon. Ist ja das? Der Gipfel vom Feuerberg? Ein unglaublicher Ort. Ich weiß, die ist ein Vulkan, aber diese Menge Lava ist ungewöhnlich. Es hängt bestimmt mit Naturkatastrophen zusammen.
Autsch! Mann, ist das verdammt heiß! Ich habe das Gefühl, es verbrennen. Ich will nicht länger hier als nötig bleiben. Der Ort ist mir zu heiß. Beeilen wir uns. Halt! Was zum... Wieso ist es auf einmal so dunkel geworden? Ich höre die Schreie des Berges. Er schreit vor Schmerzen. Jemand versucht den Berg in unsägliche Pein. Seid ihr das? Hä? Was meinst du damit? Wir haben gar nichts gemacht. Wir sind nur auf der Durchreise. Und wer bist du überhaupt? Komm, zeig dich. Der Zaun des Berges ist mein Zaun. Ich bin Lavados. Der Krieger des Feuers bin ich. Keine Gnade, denen, die man merken weint. En garde. Puh. Okay. Ein Stückchen näher. Und haben wir noch Schlafsamen? Nein. Nochmal leider nicht. Mist. Gut. Okay. Hilft nichts. Dann müssen wir das so schaffen. Bams. Genau, die Aquaknarre. Das ist gerade die beste Waffe gegen das Vieh. Oh. Oh, erhöht sein Tempo. Ich glaube. Ja, jetzt hat's geklappt. Gut. Okay, jetzt werde ich wahrscheinlich gleich einen Belebersamen brauchen. Aber egal. Vielleicht schaffen wir es ja auch. Oh, er wird noch schneller. Komm schon. Oh, jetzt wird's knapp. Belebersamen? Ja oder nein? Ja, definitiv. Ließ sich gerade nicht mehr vermeiden. Yes, wir haben es geschafft. Und die Linkboxen haben wir auch. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch lange nicht fertig. Warte, hör auf. Wir sind nicht hier, um Probleme zu verursachen. Wir sind auf der Flucht und hier gelandet. Hör zu, dieser Berg ist nicht der einzige Ort, der von den Katastrophen betroffen ist. Überall gibt es Naturkatastrophen. Leider können wir dir nicht helfen, da wir momentan auf der Flucht sind. Aber wir möchten Pokémon helfen, die unter Naturkatastrophen leiden. Meint ihr das ehrlich? Ich sag die Wahrheit, glaub mir. Wenn du glaubst, ich würde dich anlügen, sieh mir in die Augen. Gut. Ich vertraue darauf, dass sie die Wahrheit sagt. Das war heftig. Ich dachte, ich würde es nicht mehr aushalten. Ihr dürft passieren. Überquert den Feuerberg. Und ihr müsst mir etwas versprechen. Versprecht mir, dass ihr die Ursache für die Naturkatastrophen herausfindet, die unsere Welt bedrohen. Und dass ihr diesen Katastrophen Einhalt gebietet, damit sie nicht länger Zerstörung und Leid sehen. Ja, wir versprechen es. Sicher können wir der Sache nicht sofort auf den Grund gehen, aber... Wow, wir werden der Sache auf den Grund gehen, sofort! Wir sind Flüchtlinge und können daher der Sache nicht sofort auf den Grund gehen. Aber wir sind ein Retterteam. Wir werden herausfinden, was die Ursache von den Naturkatastrophen ist. Ich verspreche es. Ich nehme euch beim Wort. Ich vertraue darauf, dass ihr euer Versprechen halten werdet. Wenn ihr nicht vergesst, welchen Mut ihr mir gegenüber gezeigt habt. Ah, gibt's noch was? Nein. Ich wollte nur gerade losfliegen. Oh. Musste das sein? Leb wohl. Oh Junge, da
Das war vielleicht furchterregend. Aber ich bin froh, dass Lavados uns verstanden hat, wirklich. Nun denn, lass uns den Feuerberg verlassen. So weit bin ich lange nicht mehr an einem Stück gegangen. Ich bin völlig K.O. Lass uns ein wenig ausruhen. Ha, was für eine Wahnsinnsaussicht. Hiraki, sieh dir das mal an. Sieh dir das an, wie klein der Feuerberg von hier aussieht. Wir sind wirklich weit gelaufen. Hiraki, erinnerst du dich, wie anstrengend es war, den Feuerberg zu bezwingen? Ich glaube nicht, dass viele Pokémon es schaffen werden, ihn zu bezwingen. Und wir haben uns wahnsinnig angestrengt, um es bis hierher zu schaffen. Weißt du, was ich glaube? Vielleicht gibt es gar kein Problem. Vielleicht gibt es gar kein Pokémon, die uns bisher folgen können. Ich wusste es. Ich wusste, du würdest mir zustimmen, Bucky. Ja, du hast recht. Das schafft niemand. Gut, dann können wir uns ja vom Leben als Flüchtlinge verabschieden. Wir müssen nicht mehr wegrennen und uns verstecken. Das ist gar nicht gut, Bucky. Wir haben Hartnäckigkeit der anderen vergessen. Simsala, sein Team wird die Verfolgung niemals aufgeben. Noch haben wir es nicht geschafft. Lass uns weitergehen. Wir sollen seinen Ort suchen, an dem uns niemand erreichen kann. Das wird das Beste sein. Gehen wir weiter. Wie? Was ist los? Kommst du nicht, Wacky? Was? Du fragst mich, ob ich müde bin? Wir werden verfolgt. Wir können keinen Rast einlegen. Und hab ich's dir nicht gesagt? Ich hab dir gesagt, dass ich mit dir gehe, Wacky. Sieh mich nicht so an. Mir geht's wirklich gut. Wirklich. Lass uns gehen, Wacky. Ich folge dir, wo immer du hingehst. Und so setzt das Team von Bucky die aufregende und gefahrenvolle Reise fort. Auf der Suche nach einem sicheren Versteck erreichten sie immer unwirtlichere Orte und gelangten stetig weiter in den Norden. Sie überquerten Bergkette über Bergkette, durchwateten übelriechende Sümpfe, erklommen vereiste Klippen, bis das tapfere Team von Bucky schließlich eine Welt aus Schnee erreichte. Eine öde, kalte Landschaft im harschen Griff unermüdlicher Schneestürme. Ja, und wie es weitergeht, das werdet ihr im nächsten Part erfahren von Pokémon Mystery Dungeon. Bis zum nächsten Mal, euer 8-Bit Rocky.